Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Ich habe mein Mikro heute mal anders hingestellt und so. Kann sein, dass jetzt der Sound richtig scheiße ist. Aber wir werden sehen, wir machen auf jeden Fall heute wieder die Story weiter. Ich habe keine Ahnung, was die da gerade machen, aber die bauen schon irgendwo dran, oder? Ja, ganz bestimmt. Wir haben als nächstes die Forstflussflut. FFF. Die berühmte FFF. Mit nur einem Stern. Hä, wieso haben wir jetzt wieder Level 22? Ich habe hier einfach 5 Level, 6 Level ausgelassen? What? Okay, wir holen ein paar Level nach. Wieso sagt mir das keiner von euch? Okay, wir machen die FFF. Ich glaube, da kommen wir richtig schnell durch. Magieass, ich glaube, der war nicht so gut. Ja, ich habe nämlich mir ein neues eine rote Spinne geholt. Also Spinne nennt man diese Dinger, die man, die man so benutzt, um sein Mikrofon da drin aufzuhängen. Und dann sind die da so drin und wummeln da so rum. Und die sollen wohl irgendwie Stöße und sowas abfedern. Und irgendwie braucht man das, wenn man ein Richtmikrofon hat oder so ein Mikrofon, das ich halt habe. Weil so ein Großmembranmikrofon. Okay, das war ja super dumm. Wieso mache ich sowas? Ja, und da habe ich mir eins von Rode geholt, weil da war der Popschutz irgendwie anders unterwegs. Doch ein Yoshi. Braucht man Yoshi, um ins Ziel zu kommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich behalte ihn einfach mal. Ja, da hatte ich mir dann so ein Rode-Ding geholt, aber da passt mein Mikrofon leider nicht rein, weil mein Mikrofon leider viel zu groß ist. Dieses Level war übrigens auch viel zu einfach. Und jetzt muss das wieder weg. Aber deswegen habe ich mein Mikro jetzt leider abgemacht und ich habe mir leider nicht gemerkt, in welcher Position es war. Deswegen kann jetzt alles ganz anders klingen und überhaupt ranken in dünner Luft. Ich hatte mir das nämlich gekauft, weil mein Popschutz immer im Weg war und ja, wollte ich einfach mal... In diesem Rode-Ding war das nämlich so, dass der Popschutz in der Spinne integriert war. Das fand ich mega cool, sah auch mega geil aus. War auch mega teuer, aber war mir egal. Rode ist halt immer ein bisschen teurer, dafür stimmt die Qualität aber auch meistens. Beziehungsweise immer. Also die Rode-Sachen, die ich habe, von denen bin ich richtig zufrieden. Im Mikrofon-Stuff sind die richtig geil, jetzt ohne Witz. Teuer, aber cool. Und die haben auch richtig viel Stuff, habe ich gemerkt. Ich habe das halt gebraucht gekauft und da fehlte dann eine Schraube leider. Und dann meinte Amazon, ja, wir können dir 5,90 € geben. Dann holst du dir die Schraube halt von Rode selbst. Und dann war ich mal auf dieser Rode-Seite. Und die haben mir, was weiß ich, 8 Milliarden mindestens. Also wenn nicht sogar noch mehr. Produkte einfach. Richtig krass, was die alles da haben. Gib mir 9 Puls, dankeschön. Also Rode kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hier Schleichwerbung und so. Beziehungsweise ist es keine Schleichwerbung, weil ich den Nabia sag und so, oder? Die 10 Münzen hätte ich schon gerne. Dankeschön. Hä, was ist das? Komisches Level. Einfach nur rumranken hier. Rankenhieb und so. Aber ja, deswegen kann jetzt alles anders sein. Aber ich habe jetzt endlich den Popschutz. Ich hab einen mit so einem Schwanhals. Also quasi... Hä? Hallo? Wo bin ich? Disco Mario muss doch hier rumranken. Oh ja, gib mal deine Dings hierher. Wo bin ich? Oh, ich dachte, ich wäre da gerade nach rechts geflogen, aber nope. Ja, ich habe eine Wolke. Jetzt wird alles einfacher. Ach, nice. Da ist ja noch einer. Hä, der macht einfach Bomben oder was? Der interessante Dude. Gib mal deine Wolke her. Nein, ich will die neue Wolke haben. Ich will schon die neue Wolke haben. Merci. Ja, jetzt habe ich den Popschutz von unten dahin gemacht, weil davor war er mir immer im Sichtfeld und dann konnte ich aber gar nichts sehen. Mega, mega kacke für Mario. Wenn man einfach die Hälfte des Bildschirms nicht sieht. Beziehungsweise immer so ganz komisch daran vorbeigucken muss. Das hatte ich früher immer. Jetzt kann ich einfach ganz normal auf den Bildschirm gucken und sehe alles. Jetzt bringt das hoffentlich alles was. Okay, wenn wir den nehmen, wenn er oben ist. Jetzt! Oh, okay, wir hätten ihn nehmen sollen, wenn er unten ist. Können wir das noch irgendwie anders triggern? Das geht, oder? Nein, gerade so nicht, oder was? Ach, come on! Okay, und wenn wir... Nee, das geht halt echt nicht. Doch! Oh. Okay, warte, das kriegen wir hin. Ich will da schon hoch. Ja! Ist hier oben dann noch irgendwas? Oder ist das wirklich nur fürs Ziel? Ist echt nur fürs Ziel? Ist hier dann vielleicht noch irgendwo ein Block oder so, wo ein paar Münzen drin sind? Nö. Warum kommt da denn so eine Pflanze raus? Okay, das finde ich strange, egal. Aber deswegen werde ich jetzt vielleicht ab und zu mal hier rumrödeln und dann hört ihr das, aber... Kommt dir schon mit klar, oder? Jetzt ist der Popschutz auch so nah und so. Ich mag das nicht, wenn ich an meinem Equipment irgendwie rumhantiere. Dann ist immer alles komisch und nicht so, wie es sein soll. Allgemein, alles auf meinem Schreibtisch, das muss immer so bleiben, wie es ist. Bleibt hier alles so, wie es ist, oder wird auch nichts verändert? Das hat alles so zu stehen, wie es immer steht. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen autistisch veranlagt. Ist zwar trotzdem irgendwie... Oh, da oben? Ist zwar trotzdem irgendwie... Hä, wie kommt man denn da hin? Ist nicht wirklich alles aufgeräumt, sondern... Okay, ich glaube, ich komme da nicht hin. Immer diese komischen Zählermünzen. Ah,
Aha! Lol. Man muss so einen Superjump machen. So ein. Wie habe ich den denn jetzt gemacht? Er war kurz schnell, als ich hier drauf war. Ah, und dann kann er auch höher hüpfen. Wenn da diese Speedspuren sind. Okay, das ist ja super interessant. Na gut. Hallo. Lol, man kann einfach, während die Goombas da lang gehen, da reingehen und kriegt dann keinen Schaden. Diese komischen Röhren, die erinnern mich sowieso immer an Futurama. Kennt ihr das, Leute? Futurama, ganz tolle Serie von den Simpsons-Machern. Bei denen gibt es auch solche Rohrpostdinger und die nutzen das einfach als Fortbewegungsmittel. Finde ich mega cool. Ich hoffe, das wird in Zukunft auch noch irgendwie kommen. Ich meine, da drin hast du ja fast keine Reibung. Beziehungsweise hier der Elon Musk, dieser Tesla-Macher, der hat doch auch sowas in Planung, ne? Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall 5 Schlüssel. Der hat doch auch so eine Röhre gebaut, oder? Aber halt für Züge, wo dann einfach Vakuum drin ist. Und wegen dem Vakuum hast du dann 0 Widerstand oder sehr, sehr wenig. Ja, doch, wenn es Vakuum ist, dann solltest du 0 Widerstand haben, oder? Ich werde gerade nicht so sicher. Wie funktioniert Vakuum, Leute? Wie funktioniert Physik und die Welt? Ich habe keinen Plan. Wofür ist das jetzt hier alles? Das ist doch super unnötig, oder? Hä? Okay. Ja, dann hast du da halt keine Reibung. Und wenn du keine Reibung hast, dann kannst du richtig schnell werden mit nur ganz wenig Energie, die du aufwenden musst. Physik, Leute, Physik. Das ist sehr cool. Hat der Elon Musk sich was Tolles ausgedacht. Und wenn man sowas auch mit Rohrpost, oder beziehungsweise Rohrpost ist wahrscheinlich genau dasselbe Prinzip, vermute ich mal, dann kann man richtig schnell unterwegs sein. Und ich glaube auch, dass man da einfach mit dem Körper reingehen kann, so bei Futurama. Und sollte trotzdem nicht wehtun. Also man sollte da nicht irgendwie kaputt beigehen, wenn man das so macht. Okay, wo ist jetzt die 5. Münze? Ja, okay, kein Plan. Ich bin gerade irgendwie gestorben. Musste dann nochmal alles einsammeln und jetzt... Nein, jetzt weiß ich, wo alle sind. Jetzt weiß ich es locker wieder nicht mehr. Okay, holen wir erstmal die schwerste. Eines hier bei dem Goomba. Und jetzt weiß ich auch, wofür diese Röhren hier sind. Die sind nämlich eigentlich, um einfach den großen Goomba zu töten. Das macht doch vollkommen Sinn. So, der zweite ist hier drüben bei dem Riesen-Goomba hier. Ist ja auch easy. Den muss man nicht mal töten. Die dritte ist dann hier oben rechts bei dem kleinen Goomba. Dann ist noch eine zwischen diesen Dingern hier. Ja, und die letzte ist hier links. Wieso habe ich die denn beim ersten Mal nicht gefunden? Richtig verwirrt. Man kommt übrigens an diese 10er-Münze auch noch ran, indem man hier einfach runtergeht. Weil hier fällt man runter und dann kann man sich die auch holen. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, ob man die auch von der Röhre aus bekommen soll, aber es ging auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir einfach nur noch zum Ziel und das ist über diese lange Röhre hier. Hui! Ich finde doch toll, wie Mario da drin die Luft anhält. Also vielleicht ist da doch Vakuum drin. Stimmt, wie funktioniert das denn dann? Da ist ja kein Sauerstoff drin. Oh, dann musst du einfach... Lol. Musst du da drin einfach einen Luftschlauch oder sowas haben? Oder wie? Wie die Taucher? Musst du mit so einer Tauchausrüstung in so ein Vakuumding reingehen? Und wenn das Vakuumding dann zu schnell ist und du deinen Luftsack da verlierst, da kommst du einfach tot hinten an. Ah, ich glaube, das ist nicht so sicher. Oder man muss halt wirklich in so eine Box rein. Ah ja, stimmt. So haben die das, glaube ich, auch bei Futurama gemacht. Oder? Weiß ich gar nicht. Bist du da als Mensch rein oder bist du in so eine kleine Box rein? Wie bei einer Flaschenpost halt. Dass du in so einer Flasche bist, wo auch Sauerstoff und sowas drin ist. Und so schnell geht der Sauerstoff da drin jetzt auch nicht weg. Dass du dann da einmal reingehst und dann macht das sogar plupp, so plupp, flupp, flupp, macht das dann. Dann bist du einfach in 2 Sekunden in Asien oder so. Hallo, wieso hast du jetzt schon wieder Angst? Oh weh, oh weh, oh weh. Es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste ist, eine Panik zu vermeiden. Also lies bitte einfach das hier. Die große Todextraktion. Ich drehe durch. Während die Bauerleiterin sich gerade Tee gemacht hat, sind alle Bauarbeiten entführt worden. Du musst dich sofort alles zurückholen. Am besten bevor die Bauleiterin etwas davon mitbekommt. 5 Toads sollen wir gleich retten? Oh moly. Wer macht denn das alles? Sind die schon wieder alle im Weltraum? Übrigens super gespannt, wie die paar letzten Folgen waren, weil die habe ich aufgenommen mit, jetzt kann ich es dazugeben, mit einem kleinen Kater. Bin mir auch nicht sicher, ob das so eine gute Idee war. Aber ich habe den Tag halt nichts für die Schule gemacht, wegen dem Kater halt. Ich habe keine Lust auf Schule. Und stattdessen habe ich ein bisschen aufgenommen. Und ja, sogar mal voraus aufgenommen. Wow, krass. Daisy, nimm mal im Voraus auf. Weil ich sonst nichts zu tun hatte. Und ich glaube, bei der Story ist es auch nicht so wichtig, wenn ich hier im Voraus aufnehme, oder? Dann haben wir die Story schnell durch. Und ihr wisst quasi, sobald neben der Story auch noch andere Videos wiederkommen, dann wisst ihr, jo, er ist mit dem Vorausaufnehmen fertig. Weil ich werde erst was anderes machen, sobald ich hier die Story durch habe. So viel steht schon mal fest. Okay, gelber Toad. Ach, das Blöde ist ja, die Toads sterben auch, ne? Wenn die irgendwo getroffen werden. Wir sind zum Glück relativ nah an einem dran. Also die drücken halt schon mega auf die Pelle.
Deswegen werden sie nicht so häufig getroffen. Ist das hier wie bei Pikmin? Dass man die einfach irgendwo abgeben kann? Das wäre toll. Also bevor man ins Ziel kommt, ja, mach mal kaputt. Wer ist sie? Den nächsten bitte auch. Ohne meine Toads bitte zu töten. Ich glaube, das wird richtig kacke in diesem Level. Wenn ein Toad stirbt und die dann in ihrer Blubberblase hier sind, dann kriegt man die, glaube ich, nie wieder in diesem Level. So, das ist Nummer 3. Ich finde die immer noch so ultra knuffig, diese kleinen Dinger. Die Modelle der Mini-Toads in diesem Spiel sind so toll. Aber ich glaube, die gibt es auch wirklich nur in diesem Stil, oder? Oh, nicht verbrennen lassen, kleine Toads. Ich mag zwar gebratene Pilze, aber ihr müsst ja trotzdem nicht sterben. Heute nicht, muss nicht sein. Na Leute, was ist eure Lieblingspilzsorte? Mögt ihr auch gebrannte Pilze? So schön mit Knobi-Soße und so. Yummi, yummi, yummi. So, hier kommt man stehen, oder? Ja. Oh ja, schön, schön warm da oben. Gefällt mir. Okay, und wo ist jetzt Nummer 5? Wahrscheinlich in der Tür da oben, oder wie? Okay, also wir müssen einmal... Nee, wie kommen wir denn jetzt da hin? Jetzt haben wir 4 kleine Toads. 4 kleine Toads neben Mario. Ah, hier unten waren wir noch nicht, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Doch, hier waren wir auch schon. Ist hier jetzt irgendwas Neues? Ach, hier rechts kommen wir jetzt weiter. Hallo, letzter Toad. Kriegen wir doch noch einen Pilz. Okay, den brauchen wir nicht. Ich habe so die Befürchtung, hier wird gleich noch irgendwie ein Boss kommen. Weil das... Es ist übrigens mal wieder kein Scroll-Level. Ja! Aber weil das halt wieder eine 30er-Münze gibt. Her. Dankeschön. Allein fürs Konfetti lohnt sich das. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich noch ein Boss, weil das einfach ein Castle ist. Und in Castles sind eigentlich immer Bosse. Oh, alle Münzen hier mitnehmen. Das fühlt sich immer geil an. Das schmeckt richtig aus. Oh, so viel Geld. Oh, lecker Schmecker. Und kleiner Boss? Ja. Kamek natürlich. Oh Gott, wenn die meine Toads hier trifft. Kamek, du warst es also. Du hast meine ganzen Toads geklaut. Dafür wirst du jetzt sterben, auch wenn du eigentlich fliegen kannst. Aber passt schon. Jupp, 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 jupp. Sie ist nicht mal in die Lava gefallen. Kamek ist einfach tot. Du kommst hier niemals rüber. Ohne Brücke kannst du nie mehr fliegen. Ja, da sind wir wieder alle. Ja, wir leben. Wir haben ja jetzt auch das ganze Schloss eigentlich fertig. Uns fehlt nur noch Peachs Bild an sich, oder? Fertig? Ich bin mal gespannt, was sie jetzt sagt. Oh ja, alles fertig. Das erste absolut perfekte Schloss, das je gebaut wurde. Du lebst einen historischen Moment mit Mario. Aber wo soll es weitergehen? Ja, gut. Siehste, wusste ich's doch. Man braucht auf jeden Fall noch das Bild. Das Buntglas von Peach, das fehlt noch. Wäre richtig witzig, wenn da einfach Luigi am Ende drin ist. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen Geld farmen. Ist ja aber kein Problem. Denn ein Glück haben wir hier unsere Geldmaschinen. Guck, eine Münze. Sehr gut. Und hier dann auch nochmal. Au. Oh, das sind bestimmt 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Tatsache. Vielleicht waren es auch 8, aber ich habe 7 gezählt. Dann haben wir noch 3 dieser einfachen. Die bringen halt auch gar kein Geld, ne? Aber egal. Roter Yoshi gegen Cheep Cheeps. Besiege mindestens 25 Cheep Cheeps und erreiche das Ziel. Easy. Wenn wir sogar noch einen Yoshi haben, heißen die grünen Fische auch Cheep Cheeps? Okay. Okay, warte, müssen wir... Ist das ein Riesen-Yoshi? Bist du ein Riesen-Yoshi? Wieso war das so ein großer Pilz? Ei. War gar kein Pilz. Ich habe ihm zu viele Toads gerettet. Jetzt denke ich, das sind alles Pilze. LOL. Oh, Moment. Ah. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, also wir fallen runter. Also wir... wir sind... Hä, ich verstehe nicht... Das ist alles komisch, Leute. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ah, wir können hier stehen. Wie gut ist das denn? Okay, dann hätte ich den da oben eigentlich auch so machen sollen. Wir können es immer wieder nach oben schubsen. Die Sache ist halt, wenn ich fliegen will, dann muss ich... weiß ich gar nicht. Muss ich dann B gedrückt? Ich muss irgendwas gedrückt halten, aber ich schieße mit dem, womit ich laufe. Okay, verstanden. Ui. Aber das war ja ein sehr einfaches Level. Stimmt gar nicht. Ich kann einfach B gedrückt halten, also mit dem, womit ich springe, gedrückt halten. Und dann laufe ich hier so runter und mit dem anderen, mit dem Laufbutton, kann ich schießen. Jetzt müssen wir hier quasi einfach die ganzen Cheep Cheeps abballern und hoffen, dass wir unten ankommen. Oh nein. Mit genug Cheep Cheeps. Aber ich glaube, wir können das nochmal machen, oder? Nee, jetzt sag mir nicht, ich... Gibt's hier keine Cheep Cheeps mehr? Doch, wir können das nochmal machen, ne? Ja. Wenn man endlich versuche... Okay, dann ist das natürlich wirklich ultra easy. Wenn man das gleich beim ersten Try schaffen müsste, dann hätten wir es nicht geschafft. Aber witzig, dass es solche roten Yoshis gibt, der einfach die ganze Zeit Feuer spucken kann.
So, da haben wir unsere 25, da können wir jetzt einfach nach unten. Ja, geschafft, aber ohne Yoshi. Tschüss, Yoshi, ich gehe jetzt da weg. Ich bin Yoshi. Und tschüss, Yoshi. Das riesengroße Buhu-Spukhaus. Junger Freund, ich habe vor, eine Geisterbahn zu eröffnen. Ich brauche aber noch einen Probanden, um das Ganze zu testen. Wenn du das Ziel erreichst, kriegst du einen Lohn. Oder auch deinen Lohn, falls du das Ziel erreichst. Hehehehehe. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wenn ich die schweren Level jetzt gemacht hätte, um die Münzen zu holen. Und dann die einfachen Level, um halt das Bild fertig zu machen. Weil da muss man bestimmt auch 5 Level für machen. Aber egal. Hallo, ihr komischen Buhus. Tschüss, ihr komischen Buhus. Hallo, ihr weiteren komischen... Oh Gott, die kommen ja von allen Seiten hier. Moment, Moment, ich hätte gern den Pilz. Oh, okay, wenn die Buhus zu nah an uns rankommt, dann sind wir auf jeden Fall tot. Wie viele Sterne hat er das? 2. Also eigentlich alles easy. Dann kann ich ja erzählen, Leute. Wusstet ihr zum Beispiel... Oder esst ihr Kiwis, Leute? Ich glaube, das Kiwi-Thema hatte ich schon mal. Aber Kiwis sind wirklich eines meiner absoluten Lieblingsfrüchte. Ist Kiwi eine Frucht? Ich glaube, das ist eine Frucht. Allgemein, Zitrusfrüchte sind mega geil. Aber da Zitrone nicht gut ist für einen, wenn man zu viel Zitrone isst, also für Zähne und überhaupt, bin ich ausgewichen auf Kiwi. Und ich habe jetzt erst erfahren, man kann anscheinend Kiwis mit Schale essen. Leute, habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal Kiwis mit Schale gegessen? Ist das vielleicht ganz normal? Ich nicht. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass man das machen könnte. Weil Kiwi hat doch so eine komische Haut drumherum. Also erstens... Oh, da ist ja Geld drin. Ja, lell. Also da ist so eine komische Haut drum. Aber nicht nur das. Ja, well. Ich glaube, ich muss mich einmal hitten lassen. Ja, egal. Aber nicht nur das, sondern das hat ja auch so Haare. Wieso isst man denn eine Frucht mit Haaren? Oder wer frisst allgemein Haare? Finde ich sehr komisch. Jetzt würde ich gerne mal einen Reality-Check machen, Leute. Ob ihr eventuell selber oder ob ihr irgendjemanden kennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der tatsächlich seine Kiwi mit Haut isst. What the hell? Oder wie ihr allgemein eure Kiwis isst. Das ist mir sehr wichtig, Leute. Bitte schreibt das in die Kommentare. Wie esst ihr eure Kiwi? Schneidet ihr sie in der Mitte durch und löffelt die dann aus? So mache ich das zum Beispiel. Wir haben sogar so einen extra Löffel, der spitz zuläuft oben und solche kleinen Rillen am Löffel hat, damit man die richtig cool da rauslöffeln kann. Und dann wird geschlemmt, Leute, wird richtig geschlemmt. Der große Kampf auf den kleinen Stern. Alles klar, schaffe ich doch. Easy. Ja, und dann gibt es noch die Leute, die die Kiwi schälen und dann in kleine... Ich weiß nicht, dann kann man sie auch so essen, wie so ein Apfel. Aber halt ohne Schale. Oh Gott, okay, hier ist die Gravitation wieder mega behindert. Und einige Leute schälen die auch und... Kommt man echt hoch? Ja? Einige schälen die und schneiden die dann klein, so ein ganz kleines mundgerechtes Stückchen. Das hat meine Mutter früher auch mal für mich gemacht, aber jetzt, wo ich meine Kiwi alleine essen kann, mache ich das nicht. Ich schneide die in der Mitte durch und dann löffel ich sie aus. Ja, ja. Und am besten, die ist noch so richtig schön sauer. Wenn die Kiwi schon lang genug irgendwie rumliegt und so... Da ist endlich mal der Mond, von dem habe ich mal gesprochen. Der ist nämlich genauso wie die Sonne, meines Wissens. Genau, und geht so von links nach rechts in diesem Fall. Und tut einem weh, wenn man ihn hittet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Den hatten wir noch nie in der Story. Oder noch nie in diesem Spiel allgemein. Finde ich cool, dass er jetzt endlich... Hä, doch nicht. Nein, er tut einem nicht weh, er ist lieb. Oh, was ist er denn für einer? Er ist ja dann einfach viel zu einfach. Naja. Langsam, der hier wegfliegt. Hui. Ja genau, aber wenn eine Kiwi zu süß ist, dann mag ich sie schon wieder nicht. Und diese goldenen Kiwis sind sowieso ultra eklig. Wie seht ihr das? Kann man auf den raufhüpfen oder muss man den von unten töten? Der einfach so starr ist. Alles in Zeitlupe. Ich hüpf auf dich rauf. Oh nein, er hat mich gehittet. Ich werde sterben. Ach, ich muss ihn tatsächlich töten. Ich wollte ihn gerade nur töten, weil es einfach witzig ist, ihn zu töten. Ich liebe es, kleine Menschen zu töten. Kleine Menschen sind witzig zu töten, weil die sich nicht so gut wehren können. Ich schubse auch gerne Kinder um. In meiner Freizeit. Das ist mein liebstes Hobby. Aber wir brauchten ihn für den Schlüssel. Okay, so damit haben wir die einfachen Aufträge hier nachgeholt. Ich glaube, ein, so ein Zweier oder so ein Einer-Level können wir noch machen. Einer-Level langt halt nicht. Dann müssen wir 27 Münzen in dem Level selber
uns holen, damit wir genug Geld haben. Okay, wir probieren es mal. Auf die Dauer hilft nur Power. Okay, rote Pau-Blöcke. Let's go. Oh, voll schön, dass ich jetzt so eine freie Sicht habe auf mein Spiel. Pau. Oh, okay, also der rote Pau-Block macht einfach alles kaputt, was um ihn rum ist, oder was? Ja, sieht so aus. Okay, das scheint wirklich sehr einfach zu sein. Und es sieht auch gut aus, dass... Könnt ihr weggehen, ihr komischen Bienen? Können Bienen nicht nach oben und unten? Sind die zu blöd dafür? Okay, das ist ja jetzt nervig. Ich will den Pau-Block. Ihr könnt mich mal. Pau, ich mache euch alle kaputt. Wieso lebst du denn noch, du komische Biene? Du musst auch sterben. Alle Bienen in diesem Leben müssen sterben. Okay, und hier müssen wir wahrscheinlich eine Stampfattacke machen und dann gehen die auch alle kaputt. Eine 10er Münze war da! Die hätte ich richtig gern gehabt. Wir müssen 27 Münzen hier holen. Sonst bringt das doch alles nichts. Da ist ein Pooper. Okay. One-Up, aber das bringt mir doch alles kein Geld. Bitte, bitte lass das ein Level mit Geld sein. 16 Münzen brauche ich noch. Da, ja, eine 10er Münze zumindest. Sterbt! Bam, 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 bam. Ketten! Oh, so kann man eine richtig geile Kettenreaktion machen. Okay, jetzt haben wir auch genug Geld. Geil, es langt einfach. Und dann können wir auch anfangen. Man kann die sogar mitnehmen. Yo, Bro, was geht ab? Oh, sterbt. Man kann die einfach mitnehmen. Okay, Pilzchen. Hätte ich auch gern. Ist ja mega cool. Ich kannte diese roten Baublöcke noch gar nicht. Gibt's auch locker erst seit Mario Maker. Oh, da brauchen wir auch so einen Powerblock. Okay, verstanden. Dann müssen wir hier drüben stehen bleiben. Huh, okay, danke. Noch mehr Powerblöcke. Pow! Weil die es kaputt machen hier. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. So. Ja, ich hoffe einfach mal, ich brauche nicht noch einen Powerblock. Okay, wie kommt man da... Oh, ich weiß, wie man da unten ankommt. Indem man das weiter unten hinschmeißt. Warte, vielleicht von hier? Ja, jetzt haben wir beides ausgelöst, kriegen hier unsere 10 Münzen. Mega nice, wir nehmen natürlich alles mit. Und hier nehmen wir auch nochmal 10 Münzen. Geil, ey. Stimmt, allein wegen der Zielflagge, diese 10 Münzen, die man da immer bekommt, kann man eigentlich gar nicht unter 20 Münzen kommen, oder? Also sehr, sehr schwer. Da müssen schon gar keine Münzen im Level irgendwie drin sein. So, damit haben wir unsere 2000 und können dieses wunderschöne Gemälde, dieses Buntglas, wie sie es nennt, endlich erschaffen. Ich bin sehr gespannt, ob das auch nur 5 kostet oder vielleicht 10 oder wie viele... Wie viele Aufträge? Nur 5. Und dann sollten wir das Schloss aber auf jeden Fall fertig haben, oder? Ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Folge. Toad, so ein Glasgemälde sollte man vielleicht nicht mit dem Hammer hauen, aber was weiß ich schon, du bist hier der Bauarbeiter. Du weißt schon, was du tust. Gut, dann glaube ich, werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mit dem Schloss fertig. Mal gucken, ob wir dann bei 100% sind oder wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.